Hi und damit willkommen direkt zum nächsten Part. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört, nachdem wir diese riesige Bestie vernichtet haben. Und das ist der Stein, der vorhin durch die Decke in der Brücke gerauscht ist. Ja gut, worum geht's? Wir sind auf der Brücke und müssen das Asteroidenabwehrsystem wieder einschalten. Und dafür müssen wir diverse Stromdinger umleiten, was wir jetzt gerade angefangen haben. Und dabei sind wir dieser neuen Art von Gegner begegnet, die ziemlich Rambo-mäßig durch alles durchrusht und sich ballert. Und naja, alles klar. Weiter geht's. Auf diese Platten hier dürfen... Okay, das klingt, als wäre Böses im Busch und Großes auf dem Weg. Gefällt mir natürlich wieder gar nicht. Aber, was soll ich sagen, mir gefällt nichts in diesem Spiel. So gut wie nichts. Auf diese Platten dürfen wir nicht treten, die so kaputt sind, weil ansonsten klatscht es uns an die Decke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Aber sie lassen uns zur Tür gehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Gucken wir mal auf die Karte. Bitte. Ach so, wir müssen jetzt doch in den anderen Aufzug und dann doch nach unten. Okay, der fährt also auch nach unten. Okay. Meine Güte, kannst du mal aufhören, da durch die Decke zu klappern? Mann. Okay. Das klingt, als wäre da um die Ecke Böses im Busch. Hallo? Hi. Oh, hi, direkt neben mir. Findest du das nicht ein bisschen... Ich kann nur immer wieder betonen, wie sehr ich mich von euch belästigt fühle, dadurch, dass ihr mir so nahe kommen wollt. Die Jungs lernen irgendwie nicht dazu. Die wissen einfach nicht, was sexuelle Belästigung heißt. Schlimme Sache, sowas. Schlimme Sache. Ja gut. Ach ja, und wir haben... in der letzten Folge den netten Commander Hammond wieder getroffen, der uns nochmal beteuert hat, er wüsste nichts von diesem Marker und ich glaube ihm das auch ziemlich, weil er sehr überzeugend wirkt. Nicht nur sehr überzeugend wirkt, das, ich finde einfach, der spricht wie jemand, der ehrlich ist. Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und nachher, Nicole hat sich noch einmal zurückgemeldet, da war über irgendwie lauter TV-Bildschirme und sie sagte, Isaac, mach uns wieder ganz. Was ich irgendwie komisch finde, seltsam, gruselig sogar. Aber wir werden sehen, wohin das führt. Wäre natürlich cool, wenn die beiden wieder, ne? Ihr wisst schon. Meine Güte, wie lange braucht denn dieser Aufzug? Was hier fehlt, ist eindeutig etwas Aufzugmusik. Vielleicht werde ich das noch einblenden. Ich muss mal eben was nachgucken. Entschuldigt, okay. Kurze Erläuterung. Ich habe nur in mein Aufnahmeprogramm reingeguckt, weil es stört mich immer wieder selbst, dass man mich irgendwie nur ab hier so ein bisschen sieht, weil ich den Kopf immer so niedrig halte. Aber so ganz aufrecht sitzen schaffe ich auch nicht. Oh, was? Oh. Oh, hi. Oh, hi! Alles klar. Wir haben Besuch. Das war dumm. Nein. Okay. Ich habe noch einen von denen gehört. What the fuck, was war das denn? Grafikbug. Oh, hi. Das war laut. Sag mal, ich habe deine Kollegen gerade schon beseitigt. Wann lernt ihr endlich mal dazu? Au, okay, das Duell gewinnst du. Ich frage mich, bin ich der Einzige, den diese Dinger irgendwie an Raubkatzen erinnern? Noch ein. Wow, hi!
Anscheinend mögen die meinen Flammenwerfer, sonst würden die mir nicht so viel Flammenwerfer-Munition geben. Vielleicht sollte ich den das nächste Mal gegen sie einsetzen. Obwohl Tiere ja eigentlich kein Feuer mögen. Das ist bekannt. Das ist bekannt. Wo kam das nochmal her? Ist bekannt. Irgendwo war das doch. Und ich frage mich, welcher... Also ich glaube, der Gott der Munition hat mich mal wieder hier reichlich beschenkt. Da bin ich sehr dankbar für. Aber vielleicht sollten wir davon ein bisschen was loswerden. Also Flammenwerfer-Munition habe ich jetzt schon fast zu viel für meinen Geschmack. Und von den Klingen irgendwie auch. Und ich möchte mir die Laserkanone angucken. Wir haben ja ein Schema für eine Laserkanone. Ich laber wieder wie ein Wasserfall, Leute. Es tut mir leid. Ja, cool. Alter, wie viele mittlere Medipacks. Ich werde nie wieder mittlere Medipacks brauchen. Obwohl... ja, wir behalten es erstmal so. Plasma-Energie ist okay. Flammenwerfer-Munition. Ist ein Paket im Safe? Können wir eins verkaufen. Ja, das reicht. Und davon packen... Quatsch. Ah, fuck. Eins zu viel. Entschuldigung. Ja, ist okay, ist okay. Hier, Ripper-Klinge. Packen wir auch mal ein Paket in den Safe. Von allem ein bisschen Vorrat haben. Das ist ganz gut. Ja. Ist ganz gut. Laserkanone. Energieprojektile für schwere Schäden. Das klingt schon cool. Muss ich ja mal sagen. Ich kaufe mir nochmal einen Energieknoten. Aber dann kann ich mir die Laserkanone leider nicht leisten. Das machen wir wahrscheinlich dann im nächsten Schritt. Denn wir haben hier eine Werkbank und ich liebe es, Sachen abzugraden. Vielleicht können wir sogar mit zwei Knoten schon wieder was anfangen. Achso, jetzt sind wir wieder beim Plasma-Cutter. Beim Ripper nicht so wirklich. Flammenwerfer können wir einen Schritt weiter tun in eine gewisse Richtung. Mehr Munition, Tempo oder Nachladezeit beim Plasma-Cutter. Oder wir gehen... Zumindest schon mal einen Schritt weiter. In eine gesunde Richtung von der Gesundheit her. Boah, was für ein Witz er gemacht hat. Na, Spaß. Der war dumm. Ja, gut. Und den letzten bewahren wir uns jetzt erstmal auf für irgendwelche eventuellen Türen, die da kommen. Für die Türen, die da kommen. So, jetzt müssen wir nämlich zum anderen Aufzug. Auf der anderen Seite. Der mal rasch. Rattern die Felsen nur so kurz rein. Wir gehen jetzt erstmal nach unten, da ist nämlich unser Auftrag. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Also lebendiges Gewebe, das totes Gewebe in lebendiges Gewebe verwandelt und so weiter und so fort. Alles klar. Zumindest denke ich, war das die Kurzform. Gut. Was haben wir hier? Schränke. Kisten. Mit Credits. Vielen Dank. Nice. Das Spiel weiß, dass ich arm bin und deswegen beschenkt es mich reich. Das wollen wir doch gern. Ja, ist ja gut, Bildschirm. Was ist los mit dir? Okay. Weiter geht's. Zur Abbauverwaltung. Lecker. Da hat jemand auf den Boden gekotzt und es war nicht wenig. So viel im... sogar... Wow, fuck! Alles klar. Hallo, hallo Vakuum. Zur Abbauverwaltung. Ja, natürlich muss ich nach da ganz hinten. Aber ich möchte erstmal in diesen tollen Raum. Oh wow, hier geht's mit dem Werkbank. Ende des Vakuums. Und wir werden beschenkt mit ein wenig Atemluft und Ripperklingen. Vielen Dank.
Jetzt ist wieder die ganz tolle Musik da. Hurra. Wer es nicht weiß, das ist die Musik aus dem Hauptmenü. Außerdem. Eintrittvakuum. Ich warte die ganze Zeit darauf wieder, dass irgendwas durch die Decke kommt. Okay. Ende des Vakuums. Dankeschön. Abbauverwaltung. Nur für autorisiertes Personal. Hier scheint sowieso alles nur für autorisiertes Personal zu sein. Aber... Oh, hi. Okay, und für die Freaks hier sehe ich jetzt einfach mal den Ripper als... Ja gut, funktioniert. Approved. Das bekommt Rusty's Stamp of Approval, wenn man es so nennen will. Und wer kein Englisch kann, das heißt den Stempel der Bestätigung. Erstmal den Ripper nachladen. Aber er funktioniert, das ist sehr gut, das freut mich. Und das war der gewünschte Effekt. So, wir müssen da hinten lang. Wir müssen uns hier durch diese... öden Plattenlandschaft wursteln. Und wo zum Teufel ist meine Kamera jetzt schon wieder? Und ich stehe vor einem, wenn ich das mal erkennen könnte, kleinen Raum, wo ich bestimmt wieder irgendwas abgreifen kann. Genau deswegen werde ich das jetzt tun. Und hoffentlich werde ich dabei nicht abgegriffen selbst. Okay, wieder ein Lüftungsschacht zu den Blutspuren führen. Heißt, da wird wieder irgendwas kommen. Ein Textlog. Logbuch des Captains, Überträger der Erstinfektion. Es ist weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Flight Deck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und vom Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor, was Schlimmes vermuten lässt. So hatte ich das nicht geplant. Tja, Captain. Mit einem außerirdischen Organismus, der sich selbst denkt, leckt mich doch, plant man auch nicht, würde ich sagen. Jo, nee. Aber was soll's. Auch der Captain ist, glaube ich, nur ein Mensch. Mann, diese ganzen Räume sind so... Ach, hier passiert nichts und das ist so verdächtig. Das ist so hart verdächtig, dass ich da schon fast wahnsinnig werde. Spaß beiseite. So, kommt da jetzt was? Kommt da jetzt was? Nein, tut's nicht. Wahrscheinlich, wenn ich hier gleich durch die Tür will. Ich misstraue jedem einzelnen die Lüftungsschacht. Welcome back. Wo geht's da drüben hin? Hier kam ich her. Wo geht's da hin? Lagerraum B. Oh, wow. Das sieht ja einladend aus. Ich glaube nicht, dass die sich dadurch... das ist Wind. Ich glaube nicht, dass die sich da freiwillig durchtrauen. Aber wer weiß. Dieser Raum hier hat eine coole Atmosphäre, das muss man hier mal sagen. Okay, der eine wurde da an die Decke geklatscht, den anderen habe ich jetzt ersägt. Da drüben ist ein Raum, wo ich einen Knoten brauche. Das ist so ruhig. Jetzt habe ich noch einen, oder? Ja, tatsächlich. Noch mehr Credits. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar noch mehr Credits. Flammenwerfermunition. Was war das jetzt? Was war das andere, was ich aufgenommen habe? Ah, vielleicht nochmal Credits. Was weiß ich.
Alter, wie viele Medipacks wir einfach haben. So viele brauche ich bei Gott nicht. Und ein Halbleiter aus Gold. Danke. Inventar voll. Jetzt ist der Inventar voll, genau. Aber ein kleines Medipack können wir gerne nehmen. Zack. Gut, und damit ist jetzt offiziell mein Rieseninventar voll. Dass wir das schaffen, ich habe ein bisschen dran gezweifelt. Aber nichts ist unmöglich. Gut. Alles klar. Hier ist die Leiche des anderen. Da vorne lauert was. Me no like. Voraussichtlich irgendwas Großes. Kettensäge oder Plasmacutter? Das ist jetzt die Frage. Ich bleib erstmal beim Plasmacutter. Wenn das ein Riesenfehler ist, dann werde ich es nachher wissen. Okay, hier muss ich nicht hin. Ich muss wahrscheinlich ganz nach da hinten an den Computer. Klassisch! Durch den Grund. Ah, okay, es ist ein Baby. Wenn ihr seht ihr das da hinten kauern? Ich sehe es da hinten kauern. Hi, Babe. Komm mal her. Bitch. Kann ich wieder nicht aufnehmen. Aber ist ja nur ein kleines Medipack. Who the fuck? Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Nein. Oh, fuck. Da drüben ist wieder so ein Fickvieh, das die anderen verlangt. Warum brennst du nicht? Ah, Gott. Wo zum Fick kommst du denn jetzt her? Holy shit! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Holy shit. Holy shit. Erstmal ein großes Medipack. Na gut, voll geil. Meine Güte. Die Jungs sind echte Qual. Fast noch eine größere als die, als der Fettsack. Na gut. Kann ich verkaufen, diese. Oh, shit, da ist einer reingerannt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Oh! Mein Gott. Schon wieder beinahe reingerannt. Ich erschrecke mich mehr vor diesen Bodenplatten-Dingern als vor den Monstern. Das ist kein gutes Omen. Na gut. Ach ja, jetzt geht's ja wieder ins So. Wo sind die Monster, die mich töten wollen? Ach, kommt schon. Jetzt wollen doch garantiert irgendwelche Monster mich töten. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Nicht? Ich bin überrascht. Ende des Vakuums. Halleluja. Und wieder speichern. Hat es gerade mal 19 Minuten das Ganze gedauert hier. Alles klar. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt müssen wir ganz nach da oben.
Und da oben ist schon wieder ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir werden aber auf der Zwischenebene mal stoppen und zum Shop gehen. Ihr wisst, ich liebe es, in diesem Spiel zumindest, zu shoppen. Immer schön einen Schluck Wasser. Bei Erkältung muss man viel trinken, allgemein bei jeder Krankheit. Aber so im Real Life bin ich kein Einkaufstyp. Ich mag dieses Rumgetingel einfach nicht. Jeden Tag lernt ihr ein bisschen mehr über mich. Na gut. Dann wollen wir mal. So. Ich habe eindeutig zu viele mittlere Medipacks. Ein Halbleiter aus Gold. Kann ich verkaufen. Ich glaube, ich will echt ein mittleres, ein großes, zwei kleine mit haben. Das ist, scheint mir eine bessere Mischung zu sein. Impulsprojektile können wir verkaufen. Na gut, und dann sind wir hier wieder bei den Waffen. Mit der Munitionsverteilung bin ich diesmal zufrieden. Ja. Yep, yep, yep. Kaufen wir uns die Laserkanone. Vielleicht später. Ich bin gerade, hab das Gefühl, gut versorgt. Knoten. Haben wir auch noch einen. Können wir uns bei Bedarf mehr kaufen. Gut. Saven. Und dann weiter im Text. Oder auf der Brücke. Ja, badabadu. Schuh. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel Blödsinn rede. Es war ein langer Tag. Ich hoffe, es langweile hier niemanden. Wir sind auf Ebene 2, wir sind in Ebene 3. Ich glaube, das mache ich jetzt bei Aufzügen. What the fuck? Das war jetzt eine Leiche. Der Typ sah nicht sehr lebendig aus, obwohl er sich bewegt hat. Und er hat gesagt, machen Sie uns wieder ganz. Das klingt irgendwie so ähnlich wie etwas, was die Nicole gesagt hat in der letzten Folge, wenn ihr euch erinnert. Was der sagt, die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Mach das. Und ich mach das jetzt auch immer im Aufzug. Das fand ich witzig. Energiekanone. Meine Güte, lauter Waffen kriegen wir mittlerweile. Ich habe irgendwie Schiss, dass dieser Typ da nochmal auftaucht. Der war irgendwie extrem gruselig und eklig und was weiß ich nicht was. Gut, 23 Minuten. Sagt mir hier mein Timer. Und ich denke, das ist eine ganz gute Zeit für diese Folge. Deswegen hören wir jetzt heute hier auf. Wir werden dann in der nächsten Folge die Energie zum AAS umleiten und dann mal sehen, ob es funktioniert. Alles klar. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!